Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Es gibt mal wieder frische Infos rund um Escape from Tarkov. Der gute Pestilli hat ja kürzlich sein Interview mit Nikita hochgeladen und da sind einige Infos rübergekommen, die ich euch einmal zusammengefasst mit auf den Weg geben will, weil ich denke, die meisten von uns gespannt sind, was sich aktuell bei der Entwicklung tut und was wir in der nächsten Zeit erwarten können. Fangen wir einmal damit an, dass Nikita bestätigt hat, dass es demnächst eine neue Roadmap geben wird, um uns wieder etwas transparenter zu zeigen, was denn in welchem Zeitraum geplant ist und was wir erwarten können. Des Weiteren können wir das geplante Visual Rework von Tarkov noch vor Release 1.0 erwarten. Und ganz stark sein, meine Freunde, Open World für Tarkov ist nicht geplant. Allerdings hat Nikita endlich wieder bestätigt, dass die Maps kombiniert werden bzw. miteinander verbunden werden bis zum Release, sodass wir von Map zu Map reisen können. API und App wurden in dem Interview auch nochmal bestätigt. Die soll zusammen mit Release oder etwas später erscheinen. In der App sollen wir dann viele Dinge machen können und diese soll auch immer mehr Stuff bekommen. Während wir am Anfang viele Statistiken und Daten auswerten können, sollen später noch Features kommen, die zum Beispiel auch mit dem Hideout-Management zu tun haben. Die Wipes in Tarkov sind auch nach Release weiter geplant. Allerdings dann immer in Season-Abschnitten, die noch implementiert werden. Alles in Verbindung mit einem Belohnungssystem, das greift, wenn wir die kommenden unterschiedlichen Story-Endings erreicht haben in der Season. Diese Belohnungen oder auch Prestige-Stufen sollen aber nicht wie in anderen Games nur mit Medaillen oder Zahlen kommen, sondern richtige Belohnungen, die uns weiter auf dem Weg in Tarkov durch die anderen Seasons begleiten. Später soll es auch möglich sein, mehrere Profile auf einem Account erstellen zu können. Wie genau das umgesetzt wird, also ob jeder ein Profil gratis bekommt etc., konnte Nikita noch nicht sagen. Auf jeden Fall soll es wahrscheinlich ein Profil-Account geben, der Season für Season gewiped wird und ein Profil-Account, der keinen Wipe hat. Die Map Terminal, die ja aktuell noch fehlt, soll nicht eine Map wie die anderen Raid-Maps werden, sondern ist eher eine Singleplayer-Mission, um final aus Tarkov zu entkommen und sozusagen die Storyline abzuschließen. Clans und Allianzen sind als DLC nach 1.0 geplant. Dieses soll unter anderem ein extra Hideout-Area beinhalten. Eine Info, an die wir uns eh alle schon gewöhnt haben, ist, dass es einen Wipe im Sommer und im Winter diesen Jahres geben soll. Es soll aber auf jeden Fall auch ein weiterer Ingame-Trader kommen. Dieser ist dann im Schwerpunkt auf dem Progress zwischen EFT Arena und dem Main-Game angelegt, um zum Beispiel Credits aus Arena in Main-Game zu investieren oder umgekehrt. Das PMC-Karma wurde auch bestätigt. Dies soll zusammen mit einem neuen Bounty-Hunter-Boss kommen, der PMCs mit schlechtem Karma angreift. Wie genau wir das Karma positiv oder negativ beeinflussen können, sollen wir erstmal nicht erkennen. Aber als Beispiel soll das Karma beeinflusst werden, wenn ein PMC vermehrt in Büschen in der Nähe von Exits campt und so weiter. Das lang ersehnte Unity Engine Update soll später im Verlauf diesen Jahres noch kommen. Nikita sagte aber auch gleich, dass es zwar einen leicht spürbaren Performance-Unterschied positiv geben soll, aber dies sich nicht so krass auswirkt, wie manche sich das vielleicht vorstellen. Die Performance-Verbesserung ist manuelle Arbeit, die Battlestate selbst verbessern muss und auch aktuell immer weiter daran arbeitet. Nikita betonte des Weiteren, dass keine großartigen weiteren Mikrotransaktionen geplant sind und dass diese sich, wenn, auf weitere Kleidung beschränken soll, beziehungsweise auf das, was wir bisher eh schon an Mikrotransaktionen haben. Und alle, die es nicht geschafft haben, sich die Edge of Darkness Version rechtzeitig zu sichern, können aufatmen. In Zukunft soll es eine neuere Version geben, die sogar noch etwas besser sein soll als die Edge of Darkness und auch wieder den Gamma-Container beinhaltet. Es soll in Zukunft auch noch eine weitere Fraktion dazukommen, und zwar die Russian Armed Forces, RAF, die dann auch den Beer-PMCs Vorteile bringen soll, wie aktuell den USEX durch die Raiders of Lighthouse etc. Neue Waffen sind wohl auch wieder geplant. Nikita will dazu aber erst im nächsten Tarkov-TV-Stream wieder etwas genaueres sagen. Jetzt kommen wir zu diversen Themen, die angesprochen wurden. Kurz vorweg, ich habe hier nur die Themen aufgenommen, zu denen Nikita auch eine Aussage bzw. etwas Verwertbares gesagt hat. Pestilli hat viele Dinge aufgegriffen, die die Community beschäftigt, und Nikita hat sich dazu auch viele Notizen gemacht. Bei manchen aber halt auch noch nichts Konkretes dazu gesagt, deswegen lasse ich die weg, bis wir dazu von Nikita in Zukunft etwas Verwertbareres erfahren. Starten wir mit etwas für unsere Einsteiger. Aktuell arbeitet BSG stark an der Storyline und auch an den Tutorials für neue Spieler. Dies soll in Form von YouTube-Videos kommen, die die Leute dann durch die Mechaniken von Tarkov führen soll. Und da einige sich gefragt haben, ob ein Bewusstlosstatus oder die Verwendung des Defibrillators implementiert wird, sowie das Schlossknacken, sagte Nikita, dass wohl diverse Animationen und Features in dieser Hinsicht in der Mache sind, sie sich aber auch entscheiden müssen, was sie reinnehmen und was dafür wieder rausfliegt, weil es sonst einfach irgendwann zu viel wird und sie jetzt erstmal straight den Release von Tarkov fokussieren und einiges dann später in DLCs noch dazukommen wird. Das Thema Cheater wurde natürlich auch nochmal angesprochen. Viele Dinge sind geplant, um es den Cheatern schwer zu machen. Allerdings ist dies wie ein Rattenschwanz, da BSG gefühlt Dinge gerade verändert, um es denen schwerer zu machen, und kurze Zeit später haben die Cheater wieder Wege gefunden, um auch das zu umgehen. Jetzt denken viele von euch an spezielle Anti-Cheat-Systeme. Gewisse Anti-Cheat-Systeme lassen sich sowohl auch nicht einfach implementieren, ohne die Performance in Tarkov stark zu verschlechtern, beziehungsweise die Leute dazu zu zwingen, noch modernere Hardware zu nutzen. Nikita will hier eine Balance finden, weil er den einen Teil der Gamer nicht ausschließen will, weil diese sich sonst die moderne Hardware einfach nicht leisten können.
In Verbindung dazu wurde angesprochen, dass es doch bitte eine Möglichkeit geben soll, Cheater auch außerhalb des Raids zu melden. Zum Beispiel die, die erst Level 15 sind, kaum Spielstunden haben, aber hunderte Grafikkarten etc. verkaufen. Oder diese, die mit ihren Cheats übereinfliegen, einen auslachen und You can't report me rufen, weil diese ihr Ding durchziehen, aber dadurch, dass sie niemanden töten, auch keine Möglichkeit bekommt, diese zu reporten. Genauso auch die, die das Massensterben praktizieren, um ihre KD wieder zu senken und so nicht weiter aufzufallen. Jetzt kommt ein Punkt, der mir persönlich auch sehr am Herzen lag, und zwar geht es um das Killcam-System. Das Killcam-System ist etwas, das viele sich natürlich auch in diesem Zuge wünschen, nicht nur ich. Allerdings ist dahingehend nichts geplant und Nikita sagte auch, dass es wohl sehr aufwendig wäre, wenn er im Kopf durchspiele, was für Kapazitäten an Serverleistung gebraucht würden, um das VOD des Raids zwischenzuspeichern, abrufbar zu machen etc. Trotzdem hat das nicht komplett ausgeschlossen und vielleicht können wir es ja irgendwann im späteren Verlauf nach Release oder so erwarten. Das Matchmaking ist den meisten ein Dorn im Auge. Auch hier arbeitet BSG daran, das zu verbessern, die Zeiten zu reduzieren und auch Möglichkeiten zu implementieren, dass wir Dinge tun können, während wir im Ladescreen sind, wie zum Beispiel im Hideout das Crafting zu managen. Alles, was das Matchmaking betrifft, wird erstmal dann in Tarkov Arena getestet und wenn es dort Verbesserungen bewirkt, soll es dann auch ins Main-Game kommen. Das Stash-Container-Locking wurde auch angesprochen. Dazu ist wohl schon einiges in der Mache, soll dann auch früher oder später kommen. Und da wir das Wetter auf der Map, bevor wir in den Raid gehen, oft schwer einschätzen können, gerade wenn man zum Beispiel snipen will und es am Ende dann doch wieder stark neblig ist, wurde auch hier die Verbesserung vorgeschlagen, sodass man sich noch besser darauf einstellen kann, welches Loadout man nutzt. Das war Nikita wohl nicht wirklich bewusst und soll jetzt in Zukunft wohl auch berücksichtigt werden. Der nächste kleine Knackpunkt, das Armor- und Hitbox-System. Das Armor- und Hitbox-System ist, wie es aktuell ist, noch nicht final, wird weiterhin verändert und das Fragmentation-Problem wird in Zukunft entfernt. Viele aus der Community finden die Kopferschütterung sowie das unscharf Sehen und den Aim-Punch, wenn man getroffen wird, als sehr störend und übertrieben an und würden dies gerne deaktiviert haben bzw. reduziert. Nikita sagte hierzu ganz klar, dass dies dazugehöre und sich sonst so falsch anfühlen würde wie bei Call of Duty und das wäre nicht gewollt, dies abzuschalten. Allerdings denke BSG über eine leichte Reduzierung nach. Der Recoil der Waffen wird aktuell durch Modifikationen wie Foregrips etc. prozentual gesamtheitlich angewandt, also auf horizontal und vertikalen Recoil. Dies soll aber auch in Zukunft separat sich auswirken und nicht immer zusammenhängend. Kommen wir zu einem anderen leidigen Thema. Das Thema Audio wurde natürlich auch angesprochen. Im Detail gerade, dass die Änderung der Headsets dazu führt, dass das Comtech vor einem auf 140 Meter schon Sounds von Gegnern verrät und auch, dass im Binaural-Audio der Fehler des Audiokratzens ist, wenn sich jemand in 100 Metern Entfernung ein Spieler befindet. Der Bugfix dazu soll auf jeden Fall in kommenden Patches kommen. Im Zuge dessen wurde auch angesprochen, dass die Sounds, wenn wir in den Anschlag gehen oder looten, einfach viel zu laut sind. Der Packet Loss Bug, der uns verrät, ob ein Boss auf der Map gespawnt ist oder nicht, dürfte jedem bekannt sein. Dieser soll wohl im nächsten Patch gefixt werden. Und wo wir bei Bossen sind, die Boss-Spawn-Rates sollen wohl auch wieder angepasst werden, da diese aktuell und vor allem am Anfang eines Vibes deutlich zu niedrig sind und viele Spieler mit ihrem Quest-Progress deswegen einfach nicht weiterkommen. Dass die Scavs oft durch Büsche schießen, obwohl sie einen eigentlich nicht sehen können sollten, ist nervig. BSG prüft weiter, was da an Anpassungen möglich ist, aber es sei wohl schwierig, weil die Veränderung der Kollisionspunkte sich so arg auswirkt, dass die Scavs dann vermutlich viel zu dumm wirken würden, weil sie dann zu schnell einfach viel zu wenig sehen. Und zum Abschluss wurde Nikita gefragt, ob eine Lighthouse-Expansion geplant sei, die die Map noch etwas erweitern bzw. verändern soll. An alle, die darauf irgendwie gehofft haben, muss ich euch leider enttäuschen, hierzu sei nichts geplant, so Nikita. Ja, meine Freunde, einige Infos haben uns durch dieses Interview endlich mal wieder erreicht. Großer Dank hier natürlich an Pestili und Nikita. Schaut gerne auf Pestilis Kanal vorbei, wenn ihr euch das Interview nochmal in voller Länge geben wollt. Ansonsten sind wir am Ende angekommen, meine Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch die Punkte des Interviews in angenehmer Kürze vermitteln und ihr freut euch auch auf die Dinge, die da noch kommen. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und schaut auch gerne auf meinen Socials oder im Livestream vorbei. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.